Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu einer kurzen Information mit einer kurzen Präsentation über den allgemeinen Sportzweig in Burg Linz. Mein Name ist Alexander Friedrich. Ich bin Friedrich der Ältere in unserem Burg, weil es einen zweiten Friedrich gibt, und ich darf seit 2006 den allgemeinen Sportzweig betreuen und führe Sie hiermit ein paar Minuten durch die wichtigsten Informationen für den Sportzweig, wenn Sie sich dafür interessieren. Zunächst einmal, wenn ich es schaffe. Gibt es eine PowerPoint-Präsentation über den Sportzweig. Sie haben zu Beginn hier mal die Stundentafel, die im Wesentlichen einer ganz normalen AHS-Realgymnasium-Stundentafel der Oberstufe entspricht. Und Sie haben orange unterlegt die für uns wichtigen und entscheidenden beiden Fächer, die uns eben von dem normalen Realgymnasium unterscheiden. Das wäre also zum einen Bewegung und Sport in der 5., 6. und 7. Klasse mit 7 Stunden und in der 8. Klasse immer noch mit 5 Einheiten. Und das Theoriefach Sportkunde jeweils einstündig in der 5. und 6. Klasse und zweistündig mit Schularbeiten dann in der 7. und 8. Ebenfalls muss in diesem Fach maturiert werden. Das ist ein typenbildendes Fach und natürlich eine unserer Säulen. Alle anderen Stunden finden Sie auch in etwa so vor in einer normalen AHS-Stundentafel. Das Theoriefach Sportkunde zur näheren Information besteht aus den folgenden Themen, die je nachdem dass wir sozusagen behandelt werden, wie es sich ausgeht. Ein paar Dinge sind natürlich Pflicht im Sinne der zentralisierten Matura oder teilzentralisierten Matura, wie es in Sportkunde aktuell der Fall ist. Wir haben also die Fächer Anatomie, Physiologie. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Trainingslehre mit den Unterteilungen in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und koordinative Fähigkeiten. Ein ganz wichtiges Thema ist die Ernährung. Wir haben das Thema Sportverletzung, das hoffentlich für Ihre Kinder nur in der Theorie behandelt wird. Wir haben Leistungsdiagnostik, wir haben die Bewegungswissenschaft. Wir haben vermehrt in der 7. und 8. Klasse die Sportsoziologie und die Sportpsychologie. Wir haben ein wenig Sportgeschichte. Wir haben natürlich als wichtigen Punkt Sport und Gesundheit. Wir haben Technik und Taktik. Wir haben ebenfalls hoffentlich nur in der Theorie das Thema Doping. Und wir haben, weil es uns ja betrifft, Sport im Kindes- und Jugendalter. In der 5. Klasse haben Ihre Kinder eine Doppelstunde Gerätturnen im Wintersemester und im Sommersemester dann Schwimmen. Das Gerätturnen findet bei uns in der Turnhalle des ÖTB in der Brunnerstraße statt, weil wir dort perfekte Gegebenheiten vorfinden für das Gerätturnen. Wir müssen dort auch nicht immer alles auf- und abbauen. Das heißt, wir haben einfach mehr Übungszeit zur Verfügung, als wir das im Borg hätten. Schwimmen findet im Parkbad statt, das ja unweit des Borg sich befindet. Weiters haben wir eine Doppelstunde Leichtathletik und motorische Grundfertigkeiten gemischt. Was ist damit gemeint? Leichtathletik sind klarerweise die leichtathletischen Disziplinen. In der 5. vorzugsweise der Weitsprung, der 100-Meter-Lauf und der Kugelstoß. Und motorische Grundfertigkeiten meint, dass die betreffenden Lehrkräfte, die in der jeweiligen 5S unterrichten, sich die 5S ansehen und im Bereich Kondition, im Bereich Kraft, im Bereich Schnelligkeit und koordinativen Fähigkeiten diese Inhalte durchmachen, wo sie an der 5S sehen, die die Klasse halt möglichst weit bringt. Im Weiteren haben wir eine Doppelstunde Performing Arts und Alternativsportarten, die sich über das ganze Jahr erstreckt. Im Wesentlichen geht es darum, um die Elemente Tanz, ja, um die Elemente Akrobatik und Jonglieren. Da geht es um Partnerakrobatik, es geht um Pyramidenbauen und das Erstellen von Zirkusnummern. Und Alternativsportarten versuchen wir also mit einem Trampolin, mit einem Mini-Trampolin zu arbeiten, teilweise auch mit einem großen Trampolin, das wir zur Verfügung haben. Und Inhalte wie
Alternativsportarten wie Inlineskaten oder mit dem Skateboard einmal ausfahren. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass das Hauptaugenmerk natürlich auf den neuen Inhalten liegt, oder die für die Kinder wahrscheinlich neu sind, also die Zirkuskünste. Auch in diesem Fach versuchen die betreffenden Lehrer, es ein bisschen danach zu richten, wie die Klasse halt zusammengesetzt ist und was sich aktuell einfach am besten eignet. Weiters haben wir eine Stunde Ballschule, vorzugsweise Basketball und Fußball, wo aber in diesem einstündigen Fach einfach die Ballkoordination, das allgemeine Ballgefühl geschult werden soll. Unten sehen Sie, dass wir einmal in diesen 4 Jahren wollen wir, dass die Kinder eine einheitliche Kleidung haben. Und das ist eben in der 5. Das heißt, sie bekommen einen Trainingsanzug und sie bekommen Leibchen und Jacke mit dem Sportburgaufdruck und mit dem Namensaufdruck. Und das kostet in etwa 130 Euro. Des Weiteren wird das Jongliermaterial besorgt in der 5. Klasse. Das wären also Keulen, Bälle und Diabolo. Die muss man aber nicht kaufen, sondern wenn man die innerhalb der Familie oder des erweiterten Freundes- und Bekanntenkreises zur Verfügung hat und sich ausborgen kann, ist das natürlich auch in Ordnung. Die nächste 5S, die also im Schuljahr 21/22 startet, hat eine Sommersportwoche, die beispielsweise in Obertraun stattfindet. Manchmal fährt das Borg auch an den Gardasee für verschiedenste Inhalte, wo sie mit Kosten mit in etwa 400 Euro rechnen müssen. Der nächste Turnus, das heißt die 5S im Schuljahr 22/23, fährt dann in der 5. auf Skikurs. Wir wechseln also immer ab, wir fahren immer alle 2 Jahre auf Skikurs, wo einmal die 5S mit der 6S und 2 Jahre später sozusagen die 6S mit der 5S fährt. Der nächste Turnus wäre also die Sommersportwoche. In der 6. Klasse haben ihre Kinder Gerätturnen und Leichtathletik kombiniert, doppelstündig. Das Gerätturnen wiederum in der Brunnerstraße, Leichtathletik sowohl auf unseren Plätzen. Das heißt, wir haben einen Hartplatz, wir haben eine Sandgrube zum Weitspringen und zum Kugelstoßen. Und wir gehen zum Speerwerfen dann auf dem Polizeisportplatz, den auch die PH Oberösterreich benutzt. In den Ballsportarten wird Volleyball bzw. Handball und eventuell Faustball angeboten. Das kommt darauf an, welche Lehrkräfte in der betreffenden 6S unterrichten. In den Performing Arts haben wir, wie in der 5S, einfach darauf aufbauend und etwas Neues dazukommend. Einstündig haben wir die motorischen Grundfertigkeiten. Das bedeutet, dass auch hier in der 6S Elemente trainiert werden, die Kinder in einem anderen Bereich natürlich auch brauchen können. Die kommende 6S, also im Schuljahr 21/22, wird also den Skikurs in Obertauern machen. Und der kostet bis dorthin mit Sicherheit um die 450 Euro. Und wir dürfen zum jetzigen Zeitpunkt, wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, dürfen wir auch noch einmal ein paar Tage wegfahren mit ihren Kindern, können, was bisher angeboten wurde, waren eben Skitouren, Kajakfahren oder mit dem Mountainbike, wobei sich die Kosten in etwa auf 200 Euro belaufen. In der 7S haben wir wieder Kombination Gerät, Turnen und motorische Grundfertigkeiten. Wir haben Leichtathletik und Schwimmen kombiniert. Das bedeutet, dass man versucht, Leichtathletik im Herbst so lange wie möglich draußen durchzuführen und geht dann ins Schwimmbad, damit die Kinder insgesamt ein Semester Schwimmen üben können und geht dann in dem Sommer hinaus wieder hinaus ins Freie, um Leichtathletik zu trainieren. In den Ballsportarten geht es in der 7. vorzugsweise um die Rückschlagspiele. Das bedeutet Badminton und Tischtennis. Wobei auch natürlich im Hinblick auf die Sportmatura, die in der 7. stattfindet, auch das geübt wird, was eben noch zu üben ist. Einstündig hier nur mehr die Performing Arts. Auch hier gibt es eine Sportmatura, was sich bisher aber auch immer so ausgegangen ist, dass man auch in dem einstündigen Fach das Notwendige trainieren konnte.
In der siebten wird üblicherweise, seit ich mich erinnern kann, wird eine Sommersportwoche durchgeführt. Und in den letzten 18 Jahren waren nur zwei Klassen nicht auf Tauchwoche. Das heißt, die meisten Klassen durften auf Tauchwoche fahren, beziehungsweise wollten das. Ein Kollege und ich, wir haben die Möglichkeit, mit einer Tauchschule in Kroatien zusammenzuarbeiten, und zwar auf der Insel Zres, in dem kleinen Ort Beli. Und die Kinder machen dann im Mittelmeer, im wunderschönen, klaren Wasser, den Grundschein, und zwar nach CEMAS-Regeln und nach den Ausbildungsrichtlinien des österreichischen Berufstauchlehrerverbandes. Das ist ein Tauchschein, der international gültig ist, und das ganze Paket kostet in etwa 700 Euro. Ab der siebten Klasse haben wir in Sportkunde Schularbeiten, weil das Fach ja auch doppelstündig ist. Und wir haben als ganz, ganz wichtigen Punkt die Sportmatura. Dazu jetzt folgende Informationen. Die Kinder müssen in vier Bereichen maturieren, und zwar pflichtmäßig alle im Gerätturnen und in der Leichtathletik. Und aus den Bereichen Schwimmen, Ballspielen und Performing Arts müssen zwei Bereiche ausgewählt werden, beziehungsweise eben eines gestrichen. Und in den Performing Arts kann ich mir nochmal ein Spezialgebiet wählen, nämlich den Tanz oder eine Zirkusnummer, also aus der Akrobatik, oder eine Keulenjonglage. Ganz wichtig ist, die positiv abgeschlossene Sportmatura ist die Zulassungsvoraussetzung für die Reifeprüfung. Das bedeutet, Ihre Kinder müssen vorher die Sportmatura positiv abgeschlossen haben, um in der achten zur herkömmlichen Matura antreten zu können. Da es natürlich passieren kann, dass aus irgendwelchen Gründen der Sportmatura-Antritt in der siebten nicht möglich ist durch Krankheit oder Verletzung, haben wir auch hier die Möglichkeit, drei Termine anzubieten. Aktuell schaut so aus, dass Gerätturnen gegen Ende des Wintersemesters der siebten Klasse immer stattfindet und im Sommersemester dann gestaffelt das Schwimmen, die Leichtathletik, die Ballspiele und die Performing Arts. Vorzugsweise versucht man die Leichtathletik als letzten Bereich zu prüfen, damit die Kinder noch möglichst viel Zeit draußen haben zu üben. Und die gesetzliche Regelung sieht vor, dass also vor der schriftlichen Matura muss die Sportmatura positiv abgeschlossen sein, um zur Matura antreten zu können. Also es ist, wenn man so möchte, sind mehr als 12 Monate Zeit, um die Sportmatura abzuschließen. Bisher war das auch noch kein Problem. In der achten Klasse haben wir dann nur mehr 5 Stunden Sport. Die werden aber auch fleißig genützt. Und zwar gibt es nochmal eine Doppelstunde für Spiele aller Art. Das heißt, da machen sich die Achtklässler und Achtklässlerinnen mit den betreffenden Lehrern aus, was sie und wie lang spielen wollen. Da dürfen sie mitsprechen. Wir haben in Fitness- und Alternativsportarten zum Beispiel das Klettern drinnen. Das Borg verfügt über eine Kletterhalle in einem unserer Turnsäle. Und da wird also das Klettern durchgenommen. Und wir haben noch einmal eine Stunde in den Performing Arts. Bisher war es so, dass die jeweilige 8S diese 5 Stunden immer bis in den November nutzen konnte, ja, um eine Akrobatiknummer für den Ball, für unseren Matura-Ball, der sonst immer im November stattfindet, wenn nicht gerade Corona ist, und hier eine 22 Uhr Vorstellung macht. Das ist an sich nicht verpflichtend, aber ich sage es dazu, weil es die letzten 15 Jahre auf jeden Fall so war. Wenn möglich, das heißt, es bezieht sich auf den Stundenplan, auf die Lehrfächerverteilung und auf die Lehrkräfte, die in der 8S unterrichten, versuchen wir auch Inhalte wie einen Erste-Hilfe-Kurs und einen Rettungsschwimmerschein anzubieten. In Sportkunde natürlich wie in der siebten Schularbeiten und in der allgemeinen Matura ganz normal haben wir natürlich im Sportzweig Sportkunde dabei, und das kann man sich schriftlich und/oder mündlich wählen. Also einmal schriftlich oder mündlich muss es natürlich gewählt werden, weil es eines unserer typenbildenden Fächer ist. Zur Aufnahmeprüfung, meine Damen und Herren. Die Aufnahmeprüfung findet also immer im März statt für das darauf folgende Schuljahr. Wir haben hier die Bereiche Koordination, die
einen Hindernislauf, der in etwa einen halben Turnsaal einnimmt, wo die Kinder eine Runde laufen, die circa 30 Sekunden dauert. Wir haben Tanz- und Rhythmusübungen. Dann wird die Schnelligkeit überprüft nach dem sogenannten TDS-Verfahren, dem Talente-Diagnosesystem. Das ist ein standardisiertes System der Gebrüder Wertner, das seit geraumer Zeit in Österreich verwendet wird, also auch vergleichbar ist und objektivierbar ist. Da geht es um Sprintfähigkeiten und mit einer Druckmessplatte um die Schnelligkeit bzw. um die Sprungkraft. Wir prüfen die Ausdauer mittels eines Cooper-Tests. Das werden Ihre Kinder bereits kennen. Das ist ein 12 Minuten dauernder Lauf und wo die erreichte Distanz gewertet wird. Bei den Ballspielen werden die Grundfertigkeiten überprüft. Das bedeutet, in einer Ballarena, die Sie auch auf den Videos auf unserer Homepage sehen, bewegen sich die Kinder einfach ein, zwei Minuten und spielen mit dem Ball, mit den Händen, mit den Armen, mit den Füßen, und die betreffenden Lehrer sehen zu und können feststellen, inwieweit ihr Kind mit der Ballkoordination vertraut ist. Im Boden- und Gerätturnen werden Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Grätschrolle, Aufschwung in den Handstand mit Abrollen geprüft. Wer das noch nicht kann, bekommt natürlich Hilfe. Und am Reck ein Hüftaufschwung in den Stütz, ein Hüftabschwung in den Stand und ein Sprung in den Stütz mit gestreckten Armen. Auch dies sehen Sie auf den entsprechenden Videos auf unserer Homepage. Im Schwimmen, welches im Backbad stattfindet, gibt es die 100-Meter-Limits, die man eben hier und dann natürlich auch auf der Homepage und auf den herunterladbaren Infozetteln haben. Die Kinder dürfen bei der Aufnahmeprüfung vom Sockel springen oder vom Beckenrand springen oder im Becken starten. Das ist, kann man sich aussuchen. Wichtig ist nur, dass der Schwimmstil beibehalten wird und klarerweise die 100 Meter durchgehalten werden. Genaue Informationen finden Sie dazu auf unserer Homepage. Da sind Videos dazu, mit Ausnahme des Hindernislaufes im Bereich Koordination. Das ist mit Absicht nicht drinnen, sondern ein Teil dieser Überprüfung, der gehört nämlich auch zum TDS-System, ist damit begründet, dass man diesen Lauf vorher nicht sehen soll, sondern dass man sozusagen blank hinkommt und den durchlaufen muss. Vielleicht zur näheren Erklärung. Beim Schwimmen beispielsweise sind 10 Punkte zu erreichen. Wenn man also das Limit mit 2,15 bei den Mädchen schafft, dann hat man einen Punkt, ja, nur um Missverständnissen auszuweichen. Wichtig ist das Gerätturnen, das sind ebenfalls 12 Punkte zu erreichen. Wir haben bei den Ballspielen 12 Punkte. Die elektronisch getesteten Verfahren nach dem TDS-System sind maximal 9 Punkte zu erreichen, beim Cooper-Test 8 und im Rhythmus ebenfalls 8 Punkte. Die meisten Punkte zu erreichen sind bei dem Hindernislauf, das sind nämlich 15 Punkte. Und in der Betrachtung der Punkte nach der Aufnahmeprüfung ist es wichtig, dass Ihre Kinder möglichst nirgends 0 Punkte haben. Sollten Sie im TDS-Lauf, also im Hindernislauf, von diesen 15 Punkten 0 erreicht haben, dann wäre das ein Ausschließungsgrund. Alles andere sieht man sich von Kind zu Kind speziell an. Eine Frage, die auch öfters gestellt wird: Was ist, wenn ich mir einen Bereich verhaue, wenn ich beim Ballüberprüfung zum Beispiel den Korbleger nicht hinkriege oder der Ball nicht in den Korb trifft? Das ist nicht das Entscheidende und ist kein Ausschließungsgrund. Wir kombinieren für die Aufnahme im Sportzweig die schulischen Noten. Es ist also wichtig, dass Ihre Kinder möglichst gute Noten im Semesterzeugnis haben, mit den sportlichen Punkten. Und daraus ergibt sich dann die Aufnahme. Ja, daher bitten wir immer, sich die Videos und die Informationen, die wir auf der Homepage haben, ganz, ganz genau anzusehen und so gut es geht, dafür zu üben. Dementsprechend bitte ich Sie, sehen Sie sich auf unserer Homepage noch einmal die allgemeinen Infos für die Aufnahme an. Da stehen immer aktuell die Daten, wann die Aufnahmegespräche beginnen, wann die Informationsgespräche beginnen, was die Kriterien sind. Ganz wichtig, das würde ich jedem zukünftigen Sportklassenschüler und Sportklassenschülerin empfehlen, ist das Schnuppern. Man kann bei uns, wenn nicht gerade
durch Corona die Schule lahmgelegt wird, kann man schnuppern. Das bedeutet, Sie rufen im Sekretariat an und machen sich einen Termin aus und Ihre Kinder gehen dann einen Tag lang mit der jeweiligen 5S mit. Das heißt, Sie erleben eine Turnstunde, im günstigsten Fall auch eine Sportkundestunde. Hat den Riesenvorteil, dass die Kinder das Schulhaus kennenlernen und dass sie die aktuelle 5S jeweils nachfragen können, Informationen kriegen, die sie vielleicht von Lehrern oder vom Sekretariat nicht kriegen würden. Eine weitere ganz, ganz wichtige Bitte, üben Sie für die Aufnahmeprüfung oder lassen Sie Ihre Kinder dafür üben. Es hat sich herausgestellt, dass auch die Lehrer, die Turnlehrer der Unterstufe meistens sehr, sehr kooperativ sind und den Kindern helfen, weil natürlich nicht jeder einen Turnsaal zu Hause hat. Weil ich ja vorher noch angegeben habe, was in etwa an Kosten auf Sie zukommen, sollte Ihr Kind im Sportzweig, im Sportpark gehen. Es gibt Unterstützung für Schulveranstaltungen. Wir sind uns bewusst, ja, dass die Kosten vergleichsweise hoch sind. Wir glauben aber, dass es ganz wichtig ist, dass in diesen 4 Jahren Sportzweig Ihre Kinder auch Veranstaltungen außerhalb des Regelunterrichts haben, weil wir immer wieder feststellen, dass das natürlich die Dinge sind, die den Kindern am meisten in Erinnerung bleiben. Und da geht es natürlich auch um das Soziale. Vielleicht an dieser Stelle sei erwähnt, wir bemühen uns im allgemeinen Sportzweig nicht nur die sportliche Leistung zu beurteilen, sondern auch eben das soziale Verhalten. Das heißt, wir legen ganz, ganz viel Wert darauf, dass die Kinder zusammenhelfen. Was bedeutet das? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass beispielsweise natürlich in der Akrobatik es ganz, ganz wichtig ist, dass die Kinder zusammenhelfen, weil es sonst einfach nicht klappt. Eine Pyramide kann man nur bauen, wenn sich die Kinder gegenseitig vertrauen und wenn sie sich gegenseitig aufeinander verlassen können. Dementsprechend schauen wir auch, wer baut die Geräte auf, wer baut sie ab. Und wir haben aufgrund dieser breit gefächerten Ausbildung auch die Chance, dass wir die Schüler dort, wo ihre Spezialgebiete sind, natürlich auch einsetzen können, wo sie denen, die vielleicht noch Defizite haben, helfen können. Das funktioniert unserer Erfahrung nach äußerst gut. Das heißt, der gute Schwimmer, der in einem Verein geschwommen ist oder nach wie vor schwimmt, hilft den anderen, die sich schwer tun. Der Gerätturner oder die Gerätturnerin hilft den anderen. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und legen auch großen Wert darauf. Das bedeutet, dass das ebenfalls ein Aspekt für die Beurteilung in der praktischen Note darstellt. Für die Schulveranstaltungen gibt es Unterstützung. Das heißt, es gibt staatliche Unterstützung, es gibt Formulare, die man im Sekretariat sich holt, die sich die Schüler selber holen können. Und wo es, wenn es irgendwo mal zwicken sollte, wo man unterstützt wird. Und wir haben aufgrund der Größe des Borges mit 1000 Schülern, haben wir einen großen Elternverein. Auch der kann, wenn alle Stricke reißen, noch einmal unterstützen. Also bitte lassen Sie sich durch die vergleichsweise hohen Kosten nicht abschrecken. Eine Frage, die wir auch oft gestellt bekommen, ist, welche Möglichkeiten es denn nach der Sportmatura gibt. Tatsache ist, dass es im Prinzip eine ganz normale AHS-Matura ist und dass es daher keine speziellen Möglichkeiten gibt. Allerdings hat sich herausgestellt, dass einige unserer Schüler natürlich es viel leichter haben, wenn sie in die Physiotherapie gehen, wenn sie in irgendetwas, in die Massage und Gesundheitsbereich gehen, weil sie natürlich durch den Theorie- und durch den praktischen Unterricht bereits viel, viel Vorwissen angesammelt haben. Und was mir auch aufgefallen ist, die letzten 12 Jahre, ist, dass wir einige Schüler haben, die ihre berufliche Zukunft dann bei der Polizei gefunden haben. Natürlich ist die sportliche Ausbildung des Sportborges auch dort ein Riesenvorteil, weil natürlich auch bei der Polizei eine körperliche Überprüfung notwendig ist und die ist für unsere Absolventen natürlich leicht zu machen. Aber grundsätzlich gibt es keine Einschränkung, sondern ganz im Gegenteil. Der Vorteil der AHS-Matura ist einfach das, dass man nachher alles machen kann. Dafür ist man für nichts speziell ausgebildet. Wir haben natürlich auch Absolventen, die dann nachher Sport studieren. Und für ein Sportstudium, sei es Sportwissenschaften oder natürlich das Lehramt, ist natürlich unsere 4-jährige Ausbildung ein Riesenvorteil. Das heißt, die dann Jugendlichen tun sich natürlich viel, viel leichter. Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche
gutes Gelingen bei der Aufnahmeprüfung und hoffentlich dann ganz, ganz viel Spaß im Sportburg in der Honauer Straße. Vielen Dank und auf Wiedersehen.